Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Und was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch. Wahre Heimat gibst nur du, als Bürger deines Himmelreichs werd ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Fokus auf die Ewigkeit, lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Wenn ich das jetzt so richtig überblicke, sollten alle hier sein? Oder gibt es noch einige, die unterwegs sind?
danke, dass ihr euch alle mit auf den Weg gemacht habt, um Lukas das letzte Geleit zu geben. Ich möchte uns dem Psalm 23, den Lukas begleitet hat, einmal vorlesen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Der Herr ist Lukas Hirte und jetzt wissen wir, dass ihm nichts, aber auch gar nichts mangeln wird. Das ist unsere Hoffnung. Wir durften seinen Körper heute nochmal sehen, aber Lukas war nicht mehr da. Seine Hülle ist leblos, sein Geist aber lebt bei unserem Herrn Jesus Christus, und zwar ewig und für immer. Und diese Gewissheit, diese Hoffnung, die macht uns Mut, sie gibt uns Hoffnung und sie spendet uns Trost. Der Herr ist Lukas Hirte, jetzt wird ihn an nichts mehr mangeln. Ich möchte gerne mit allen zusammen, die hier sind, jetzt das Vaterunser beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns aus. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir Lukas beisetzen werden. Und wir haben ja Luftballons empfangen. Und diese wollen wir, wenn Lukas in die Erde hinabgelassen wird, als ein Zeichen der Hoffnung steigen lassen. Nämlich die Hoffnung, dass seine Seele im Himmel bei unserem Vater in seinem Namen ist und dass wir ihn, aber auch bei Jesus, wiedersehen werden. Wir wollen danach auch ganz bewusst Zeit geben, Zeit der Trauer, Zeit des Abschieds, vor allem für die Familie, für alle, die hier anwesend sind. Und da wäre meine Bitte später, wenn wir uns verabschiedet haben von Lukas, dann gebt der Familie noch Zeit, hier bei Lukas zu sein.
Vielleicht schaut noch wegen die Luftballons, dass die nicht unbedingt direkt unter den Bäumen starten. Und nicht alle auf einmal, sondern nacheinander. In der Hoffnung auf Gott, der uns ins ewige Leben zu sich ruft, nehmen wir Abschied von Lukas Blütgen. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Sein Leib wird vergehen, aber Lukas bleibt. Und Gottes Treue hört nie auf. Gott segne uns und behüte uns. Gott gebe uns Kraft, Trost und umarme uns mit seiner Liebe. Gottes Segen mit uns allen, beflügle unsere Hoffnung und begleite uns. Amen.
Okay, wir wollen gerne jetzt mit der Nachfeier mit dem Programm beginnen. Und zwar bei der Nachfeier habe ich ein bisschen mit Nathalie gesprochen und ich fand das sehr schön, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, in dieser Zeit wollen wir einmal Gott die Ehre geben für das, worüber wir dankbar sind, was wir mit Lukas erlebt haben, dass wir auch die Nachfeier in guter Erinnerung haben und uns gut an Lukas erinnern können und letztendlich Gott die Ehre geben. Und das hat mich an was erinnert, an einen Film. Und zwar hat mal der Martin uns eingeladen, als Männer einen Film anzuschauen, der hieß Courage. Courageous, jetzt habe ich es. Courageous, genau. Weißt du den Film noch? Mit den Polizisten, und das heißt ja Courage, Mut zu haben, einen anderen Leben zu führen, ein Leben mit Jesus und sich für die Familie und für die Kinder einzusetzen, ein Vorbild zu sein. Und bei dem Film war das auch so, dass er seine Tochter sehr früh verloren hat und hat darüber getrauert und dann ist er zu seinem Pastor gegangen. Martin, weißt du noch, was der Pastor ihm gesagt hat? Er hat ihm gesagt, er muss jetzt nicht darauf schauen, was er nicht mehr an seiner Tochter hat, sondern dankbar dafür sein, was Gott ihm an seiner Tochter geschenkt hat von der Vergangenheit. Und das fand ich sehr schön, den Gedanken, sich daran zu erinnern, was Gott geschenkt hat an uns, an Lukas. Und das wäre so schön an dieser Nachfeier, dass wir einfach sehen, was Gott uns geschenkt hat durch Lukas. Nicht, was wir nicht haben, sondern was wir hatten. Und es wäre wirklich schön, wenn ihr euch überlegt, Geschichten, und Nathalie hat damals gesagt, das können gerne lustige Geschichten sein, die wir mit ihm erlebt haben, spannende Geschichten, Erlebnisse, die wir nicht mehr vergessen, um dadurch dankbar zu sein, was wir an Lukas hatten und dass Gott uns Lukas geschenkt hat und dass wir das zum Lobpreis auch machen. Wir werden das jetzt so machen, die Frau Blutenberg, richtig ausgesprochen, die Frau Blutenberg, die Lehrerin von Lukas, die hat etwas vorbereitet. Ihr würdet uns das jetzt dann weitergeben, als Erinnerung an Lukas. Danach würden wir drei Lieder singen. Lieder, die zur Ehre Gottes ist, um ihm die Ehre dafür zu geben. In dieser Zeit könnt ihr euch überlegen, was wollt ihr weitergeben, um uns teilhaben zu lassen, was ihr mit Lukas erlebt habt, um dann einfach auch so Gott die Ehre zu geben. Und wenn ihr ein passendes Lied habt zu einer bestimmten Geschichte oder zu einem bestimmten, ja, oder bestimmten Gedanken oder ein Gedicht oder so, dann könnt ihr das uns sagen und dann können wir dieses Lied auch singen. Wir haben eine ganz große Liederbank und dann versuchen wir das auch zu begleiten. Also Johanna versucht das dann auch spontan zu begleiten. Das wird sie auch hinbekommen, so wie ich sie kenne. Genau, also lasst uns überlegen, was wollen wir gemeinsam noch gemeinsam erinnern, was wir mit Gott erlebt haben. Ja. Ja. Komm, ich bete noch am Anfang, dass es eine schöne Zeit noch miteinander wird. Danke, Herr Jesus, dass wir jetzt hier noch einmal uns daran erinnern können, was du uns an Lukas gegeben hast. Ich möchte dich bitten, dass es auch tatsächlich so ist, dass wir dass wir nicht resignieren und dass wir trauern, sondern dass wir auch dankbaren Herzen haben. Dass wir, so wie er sich das auch gewünscht hat, wieder fröhlich werden, gemeinsam lachen und auf dich schauen. Dass es auch dir die Ehre gibt und wir uns bedanken können für das, was du uns geschenkt hast. Ich bitte dich, segne du jetzt auch noch die Gemeinschaft, die Gespräche, aber auch die Beiträge und lass das doch jeden Einzelnen vielleicht, dass der Geist jetzt wirkt und in uns wirkt und uns zeigt, was wir erzählen dürfen, um gemeinsam teilhaben zu lassen, was wir mit Lukas erlebt haben. Amen. Ja, wir haben schon gehört, heute Morgen der Lukas war Sohn, der Lukas war Bruder und Freund, der Lukas war Mitschüler und der Lukas war auch Schüler bei uns an der weiterführenden GMS, wo wir sehr dankbar für sind.
Und ja, ich blicke jetzt so ein bisschen zurück auf die letzten 3 Jahre, den Weg, den wir gemeinsam gegangen sind. Und brauche immer was, wo ich mich dran langhangeln kann. Und dachte, ich hangel mich mal einfach an Lukas Namen lang. Die Nathalie hat ja schon so ein bisschen erzählt zu seinen Namen. Und in Klassenlisten steht tatsächlich immer so das komplette Programm von vorne bis hinten am Namen. Da stand auch in unserer Klassenliste, als ich sie das erste Mal sah, seine ganzen Namen tatsächlich drin. Und dann ist immer die erste Frage, also bei so einem Kennenlernnachmittag lese ich dann alles vor, weil ich weiß ja gar nicht, wie heißt das Kind jetzt wirklich oder wie wird es genannt. Und da kam dann ziemlich schnell raus, ich bin Lukas, so hat er sich vorgestellt. Es gibt durchaus Schüler, die nutzen dann die Gelegenheit und sagen, oh, ich bin aber so, vorher hieß ich Emily, ich möchte jetzt mit einem anderen von meinen Namen genannt werden. Das kommt manchmal bei so einem Schulwechsel durchaus auch vor, aber Lukas war ganz klar, ich bin Lukas. Und das L, das ist das Erste, was mir einfiel, also eigentlich fiel mir letztlich ganz viel ein, sowas verbinde ich mit Lukas. Und dann dachte ich, boah, Lukas, wenn ich an Lukas denke, Lukas ist ein Junge gewesen, der war lebensfroh. Und das hat man ihm angesehen von Anfang an. Das ist ein Foto, da haben wir uns kennengelernt. Lukas und ich haben uns da kennengelernt, aber auch die Mitschüler untereinander haben sich kennengelernt. Wobei man hier sagen muss, die Jungs kannten sich, die sind vorher schon zusammen zur Grundschule gegangen. Das war unser Kennenlernnachmittag in der GMS, bevor dann das Schuljahr losgegangen ist, haben wir gemeinsam einmal die Schule erkundet, eine Rallye durch die GMS gemacht. Andere GMS-Schüler, die hier sitzen, die können sich da auch noch dran erinnern. Das war so dieses erste Kennenlernen, diese große Spannung. Wer ist denn mein Klassenlehrer, wer sind denn die Mitschüler, die mit in meiner Klasse sind? Und Lukas, wir sehen ihn da auf dem Foto, so wie er lebt und lebt, wie wir ihn als Schüler kennengelernt haben. Mit einem Lächeln, so einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht und mit seinen Freunden da irgendwie unterwegs. Und Nathalie hat das eben so schön gesagt auch, ja, man kann ihn eigentlich hinsetzen, wo er will. Ne? Der findet immer einen, den er was erzählen kann. Und so halt, Lausbub war erst das, der Begriff, der mir so einfiel. Aber dann dachte ich, ah, lebensfroh, das hat sich eigentlich durchgezogen. Auch durch seine Zeiten, wo es ihm manchmal auch nicht so gut ging. Das U. Vielleicht kann ich auch hier mal fragen, was fällt euch ein, was fällt Ihnen ein zu Lukas mit U? Unternehmenslustig. Aha, unternehmenslustig, kommt von hier vorne. Jemand anderes, spontanen Gedanken? Umarmungen. Ah, aus der Familie kommt das gerade, ne? Martin sagte das, Umarmung. Unkompliziert. Aha, ja, ganz bestimmt, ne? Das war Lukas. Mir fiel was anderes ein. Ja, eigentlich so ab seiner Erkrankung und drüber hinaus kam mir das Wort Überraschung in den Sinn. Lukas hat immer wieder überrascht. Ich glaube, er selbst hat es gar nicht so bewusst wahrgenommen oder ja, vielleicht gedacht, ich möchte jetzt jemanden überraschen, aber wir in der GMS haben das immer wieder erlebt. Einfach dadurch, dass er manchmal da war, wo wir gedacht haben, boah, Lukas geht es gar nicht so gut, der wird jetzt zu Hause bleiben, der wird sich ausruhen, Lukas muss nicht in die Schule kommen. Aber wer immer da war und kommen wollte, wenn es irgendwie ging, das war Lukas. Und da waren wir immer wieder neu drüber auch überrascht. Und eine Überraschung, die hat bei mir zu Hause stattgefunden und Nathalie, ich erinnere mich noch an die Pfingstferien waren es. Wir hatten gerade Ferien bekommen, es war ein Freitag und da war es so, da kriegte ich eine Nachricht auf meinem Handy. Also das passiert schon mal, dass ich Nachrichten kriege, ja, aber es passiert nicht immer unbedingt, dass ich mein Handy in der Tasche habe, schon gar nicht, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin und irgendwie da mit anpacke mal. Und dann kam eine Nachricht von Nathalie und dann war so einfach die Frage, bist du zu Hause? Schreibt mir Nathalie Büken, ob ich zu Hause bin. Ja, ich bin zu Hause. Und dann ging das immer so hin und her, bis nachher so Nachrichten kamen, wir kommen gleich vorbei, zieh dich warm an. Das ist ja eine gute Einstimmung in die Pfingstferien. Und irgendwann dachte ich, okay, was hat Lukas denn erzählt? Der war die Woche vor den Ferien irgendwie da und dann fiel mir ein, er sprach von den Quad Kids von Bockholzhausen, er sprach von einem Hacki und dass er da gewesen ist. Und dann dachte ich, okay, da kann gleich vielleicht ein Quad vorbeikommen und da sitzt vielleicht die Nathalie drauf und der Lukas.
Vielleicht erkenne ich noch Rebecca wieder und Lilly und Martin kommen auch. Aber dann ging es los. Das war so ein Gebrumme und Gerumpel. Und da kann man auf dem Foto sehen, was man auch draußen gehört hat. Die sind ganz viele, ne? Das ist nicht nur einer oder zwei. Und die können auch richtig Lärm machen und die haben richtig Spaß dabei und nehmen auch andere gerne mit. Und es war eine Aktion, die ihr zusammen geplant hattet. Ihr wart da mit den Quad-Kids in Bockelshausen bei dem Hacki zu Hause. War ein unvergessliches Erlebnis. Also ich habe das so tief in meinem Herzen. Das war ganz, ganz toll. Wir sind dann mit diesen Gefährten. Ich durfte auf diesem gelben Trike mitfahren. Das wollte Lukas ganz gerne. Und Lukas sitzt da ein Gefährt oder zwei Gefährt, ich sehe es jetzt von hier nicht, hinter mir. Und wir sind dann eine traumhaft schöne Strecke an einem traumhaft schönen Tag von Werther gefahren bis nach Bockelshausen, so über Land, und hatten dann da eine richtig gute Zeit, auch mit den Quadfahrern zusammen, die ja hier eben jetzt auch saßen und jetzt gerade wieder voll im Einsatz sind. Das war so die größte Überraschung, die ich mit Lukas persönlich erlebt habe. Das K. Lukas und K. Kämpferisch. Mhm. Ein Herz für Kinder, ne? Das haben wir eben auf den Fotos auch gesehen. Ja, der Kämpfer, der ist mir auch eingefallen. Der Kämpfer, ich habe dieses Bild auch so ganz tief im Kopf, wo Lukas vor der Klinik in Essen steht, vor dem Hundertwasserhaus vielmehr, und dieses Schwert in der Hand hält, dass die Therapie geschafft ist, und immer dieses ich rappel mich wieder auf und ich will und ich möchte dabei sein, ich möchte gerne meine Klasse sehen, ich möchte wieder auch zur Schule gehen und Normalität haben. Dieses Foto, das ist im Juni entstanden, das ist Ende Juni diesen Jahres gewesen, kurz vor den Sommerferien. Und da hatten wir unseren Wandertag mit der 7a. Und an diesem Wandertag waren wir in Bielefeld am Johannesberg und sind klettern gegangen. Und Lukas war auch mit dabei, Martin war auch mit dabei und hat geklettert. Und er hat nicht da den Einführungsparcours gemacht und dann war er fertig. Martin, ich habe es nachher gar nicht verfolgt, wie viele Parcours ist er geklettert im Wald? Fast alle. Also unglaublich war das, den jungen Mann da oben in den Seilen zu sehen. Und das ist für mich auch dieses Bild, er hat sich immer wieder hochgekämpft, darum auch dieses Bild von dem Kletterpark. Und musste da auch sehr überlegen, wo muss ich jetzt erst den Karabiner rein und na, mit verriegeln und was kommt zuerst. Aber der hat sich da so wacker geschlagen. Und dann war der Tag noch gar nicht zu Ende, weil da ist Klassenfest hinterher. Und da war Lukas auch ja, bis zum Ende eigentlich mit dabei und hat mit uns dieses Klassenfest zusammen gefeiert. Also ein Kämpfer durch und durch. Da kommt noch ein zweites hinterher. Da sind nämlich seine Freunde auch mit dabei gewesen. Da waren wir mit mehreren Klassen da. Genau. Eine Assoziation mit A. Ausdauer. Ich gebe hier gerne das Mikro weiter, dann hört man es besser. Ja. Ja, also mir kam wirklich sehr in Sinn, wo ich mir so Gedanken machte, ja, was habe ich an Lukas, was hängt an Lukas, weil mir das Erste, was mir wirklich tatsächlich eingefallen ist, Martin kann sich vielleicht daran erinnern, Stefan spielt bestimmt auch, wo wir einmal mit den Kindern auf Arminia-Spiel waren. Also sorry, Arminia, ich bin krank, aber ich weiß das nicht. Egal, wir sind mit den Kindern einmal dahin gefahren. Gegen Regensburg war das irgendwann mal im Januar, vielleicht, weiß ich, vor einigen Jahren. Und dann Martin war aber auch dabei gewesen. Und dann, wo wir sicher gewonnen haben, sind wir so halt so ganz glücklich zurückgegangen. Alle Kinder waren schon vor uns. Lukas und ich, wir sind so Hand in Hand hinterher oder mittendrin gerannt. Die sind alle so bei Staffenhausstraße irgendwie rüber, über den, bei Franziskus Hospital, über die Straße schon gewesen. Lukas und ich, wir kommen hinterher gerannt. Ampel schon links rot, ich passe nur auf das Auto auf, dass er nicht losfährt, weil ich stehe zwischen Lukas und dem Auto, da passiert schon nichts. Und Martin von Martin,
stopp, die Ampel ist rot. Und ich sage, Lukas, komm, wir schaffen das noch. Dann bin ich so mit ihm über Rot über die Straße gerannt. Boah, ich war so flash. Nachher, nachher Martin, die Ampel ist rot, merkst du es nicht? Also das ist einfach so begeistert, wie wir dann über die Straße gerannt sind. Wir schaffen das schon. Und das ist halt so A, Arminia. Achso, ja, stimmt, Ampel kann man auch sagen. Eigentlich ist die Ampel rot, wir hätten eigentlich stehen bleiben sollen, aber wir hatten keine Zeit. Ja. Ich muss gestehen, das A fiel mir am schwersten und heute Morgen war ich kurz davor, es nochmal auszutauschen. Aufgeschlossen ist das Wort, was mir einfiel. Ob es Kinder sind oder ob es Mitschüler sind. Wir haben Lukas in der Schule, und da spreche ich, glaube ich, für meine Kollegen auch, als sehr aufgeschlossen erlebt. Das ist jetzt zwar so ein Bild, da steht er ein bisschen vor der Gruppe, geht so ein bisschen konträr, aufgeschlossen, warum ist er denn nicht in der Gruppe? Aber ich glaube, der Weg, den er gegangen ist, der hat ihn sehr reif auch gemacht. Und da hat er auch anderes wahrgenommen und anderes gesehen, was andere Kinder in seinem Alter nicht gesehen haben. Und was ich immer sehr geschätzt oder auch gemocht habe an Lukas, er hat ganz viel auch das Gespräch gesucht und viel erzählt von dem, was er gerade macht, was ihn bewegt hat oder was ihn beschäftigt hat. Und darum ist so meins, wo ich denke, ja, Lukas war aufgeschlossen und nicht nur er selbst in seiner Persönlichkeit, sondern auch sein Herz war aufgeschlossen und zwar für Jesus. Und das schon ziemlich früh, dass er auch schon lang bevor er entschieden hat, dass er sich taufen lässt, also Jesus wirklich an seiner Seite hatte und auch in seinem Leben hatte. Und da schließt eigentlich gleich der letzte Buchstabe an, nämlich das S. Da kannst du noch einmal klicken, bitte. Dass nämlich der Lukas sein Schaf ist, sein großgeschrieben, nämlich das Schaf von unserem größten Hirten höchstpersönlich, von Jesus Christus. Und das hat er gelebt, das hat er auch nach außen gezeigt, ohne das zu sagen, ohne irgendwie Worte dazu haben. Aber ich glaube, das haben wir gemerkt. Es sind noch zwei Mitschülerinnen von ihm auch da. Und wenn ich an Lukas denke, das zog sich durch diesen ganzen Vormittag und Nachmittag, dann ist das für mich auch tatsächlich dieser Psalm 23, der mit Lukas wirklich eine Lebendigkeit für mich bekommt, weil Lukas im Prinzip diesen Psalm so ganz persönlich auch durchgangen und durchwandert ist. Also er weiß wirklich, wie das ist, auf saftig grünen Wiesen zu stehen, aber er hat auch gewusst, was mit diesem dunklen Tal gemeint ist. Und er hat sich da nicht unterkriegen lassen und ist seinen Weg gegangen. Ich habe Lukas auch nie klagen gehört. Also Lukas hat schon in der Schule häufiger mal irgendwie geäußert, er hat Kopfschmerzen. Ja, haben andere Schüler auch, die müssen dann gleich irgendwie aus dem Unterricht raus und liegen auf einer Krankenliege im Sekretariat. Lukas hat es halt gesagt, dass er Kopfschmerzen hat, aber bei dem, was er auch durchgemacht hat, hat das keinen irgendwie verwundert. Und er ist trotzdem gekommen, er ist trotzdem da gewesen. Und dieses Foto ist ein Foto von einer Klassenfahrt, die wir letztes Jahr im September haben durften. Ihr seht Nathalie auf dem Bild, sie war mit dabei. Wir waren im Westerwald, im Camp West. Und ich bin von Herzen dankbar für diese Fahrt. Das war die schönste Nachsommerwoche in diesem Jahr. Also wir hatten traumhaftes Sommerwetter. Ne? Durch Corona war ja irgendwie alles lahmgelegt im Sommer. Aber in dieser Woche, das war so das Geschenk an Sommerurlaub, an Sommerfreizeitfeeling, was wir nachholen konnten in diesen Dörfern. Und das Ganze war möglich, dass Lukas mitkommen konnte, weil auch Nathalie dabei war. Und das hat Lukas nochmal gut getan mit seiner Klasse, aber auch mit seinen Freunden, die in der Parallelklasse waren und wir halt mit allen Achtern oder allen Siebenern unterwegs waren. Und hier kann man das auf dem Bild nicht erkennen, da haben wir so ein Teamspiel gemacht, da mussten die Schüler mit nackten Füßen durch so ein abgestecktes Feld, da waren offene Mäusefallen drauf und das mit geschlossenen Augen natürlich, damit es ein bisschen spannender ist und hatten immer einen Freund, Freundin an der Seite, die sie da so durchgelotst haben. Und Lukas hat da diese Augenbinde auf und um nochmal auf diesen Psalm zurückzukommen,
Da ist Lukas uns jetzt voraus. Er sieht, woran er geglaubt hat. Und ja, ich bin so dankbar, das auch heute miterleben zu dürfen, wie ihr auch mit dem Herrn unterwegs seid, wie ihr auch ja, so ein Zeugnis seid einfach, uns tröstet als Familie, in ja, dieser Gewissheit und in diesem Glauben, dass ihr das auch ausstrahlt und wir das wissen dürfen. Lukas sieht, was wir nicht sehen können. Er hat jetzt diese Augenbinde nicht mehr auf. Er ist beim Herrn, unser großer Kämpfer, unser lieber Schüler, und wird sein im Hause des Herrn immer da. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit mit ihm und auch für die Zeit mit euch als Familie. Vielen Dank dafür. Thank you.
paar Worte dazu für diejenigen, die das nicht nachvollziehen können. Waymaker heißt es. Ich finde es eigentlich ein richtig cooles Lied. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingslieder. Waymaker ist quasi einfach das Wort, Gott ist ein Wegbereiter. Und im Chorus heißt es auch, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Also er ist jemand, der seine Versprechen hält. Er ist Promise Keeper und er ist das Licht in der Welt. Und es gibt so einige Worte hier in dem Lied. Er ist jemand, der Herzen berührt. You are here touching every heart. Und selbst das hat Gott heute gemacht. Er hat Herzen berührt. Und im anderen Vers heißt es, you are here turning lives around. Gott ist es, der Menschenleben verändert, der Herzen umdreht. Lass uns dieses Lied zu ihm ein bisschen Waymaker. I was.
Menschen verändert, der Herzen verändert. Er berührt unsere Herzen und er gebraucht uns Menschen dazu, wenn er andere Menschen verändern möchte. Und ich fand das so interessant, bei der Taufe von Lukas hat damals Alex gesagt, er hat jetzt schon Lukas gebraucht, um hunderte von Menschen zu verändern, Gott näher zu bringen, ohne dass er davon weiß. Und es wäre einfach schön, wenn ihr das auch uns teilhaben lasst, was ihr mit Lukas erlebt habt, was ihr vielleicht auch mit Lukas und Gott erlebt habt, um Gott die Ehre zu geben. Gibt es jemand, der etwas dazu sagen möchte, der uns teilhaben möchte? Der kann, darf gerne nach vorne kommen und kann was erzählen. Ja, es gab eigentlich nur eine Begebenheit, die ich kurz erzählen möchte, die mir jetzt so richtig gerade voll kommt. Das ist, ich fahre ja gerne Motorrad und Lukas auch. Das wissen vielleicht die wenigsten. Und ich weiß, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber als ich mal wieder Motorrad fahren wollte, dann sagt er, Papa, nimm mich doch mit. Und ich sage, ein bisschen größere Tour. Ja, ich will trotzdem mitfahren. Sag ich, hältst du das durch? Ja, ich halte das durch. Sag ich, das ist okay. Gut, probieren wir aus. Wir fahren. Und dann sind wir losgefahren und irgendwann sind wir so schön gefahren auf der Straße und auf einmal merke ich, irgendwie lässt der Griff hinten locker. Und dann ist er mir hinten auf dem Motorrad eingeschlafen. Er fand das so toll, auf dem Motorrad ist er eingeschlafen. Und dann habe ich ihn mit einer Hand festgehalten und sind wir nach Hause gefahren. Und dann sage ich nachher, Lukas, sag mal, warum bist du auf dem Motorrad eingeschlafen? Was war denn los? Sagt er, oh, das war so schön da hinten drauf, ich habe das gar nicht gemerkt. Zeit lang in der Kinderstunde geholfen bei den Kleinen und ich weiß noch, er war auch mein Helfer und ich weiß, dass öfter er vor dem Gottesdienst oder während dem Gottesdienst noch kam und gefragt hat, ist heute Kinderstunde, also er war schon kinderlieb und er wollte immer helfen und ja. Ein Thema, was Lukas sehr beschäftigt hat, unter anderem, na, ich weiß nicht, ob unter anderem, aber das war, er wollte so gerne Gottes Stimme hören. Er wollte so gerne Gott Fragen stellen und Antworten bekommen. Und er sagte, Mama, wie macht man sowas? Wie kann ich wissen, dass das Gott ist, der zu mir spricht und dass das nicht meine eigenen Gedanken sind, die ich mir einrede, weil es mir vielleicht gerade so gefällt oder ich kann ja nicht mal wissen, wenn das so eine Stimme wäre, die ich hören könnte, wie deine, aber es ist ja selten der Fall, dass man Gott so hört. Und ich habe ihm Mut gemacht, immer wieder Gott zu fragen, Gott zu sagen, dass er ihn hören will. Ich habe gesagt, aber sowas muss man auch lernen. Und da gibt es ja diese Geschichte aus der Bibel, wo, wie ist der wieder? Ich weiß heute nichts. Samuel als Kind geschlafen hat und wach wurde und gehört hat, jemand ruft ihn, aber er wusste nicht wer. Und bis dann der Hohepriester Eli das beim dritten Mal bemerkt hat, dass das Gott ist und er ihm dann gesagt hat, wenn das wiederkommt, dann sprich, rede her, dein Knecht hört. Der musste das lernen. Das kann wahrscheinlich niemand auf Anhieb. Man muss diese Stimme kennenlernen. Und man lernt immer mehr mit der Zeit zu unterscheiden, ist das Gott oder sind das meine Gedanken oder was weiß ich was. Leider hat er bis zum Schluss nie das Gefühl gehabt, er hat Gott wirklich gehört. Ich bin der Meinung, er hat Gott gehört, aber er hat nicht gewusst, dass es Gott ist. Und ein Beweis dafür ist für mich, es gab mal eine Situation, wo die ein bisschen blöd gelaufen war. Eigentlich war die geklärt.
Und es waren, ich meine, schon Jahre vergangen. Und dann sagte er mir: Mama, manchmal wache ich nachts auf und kann nicht schlafen und muss immer an diese eine Sache denken. Und erst habe ich gesagt: Ja, mach dir keine Gedanken, das ist bestimmt der Teufel, der dich schlecht fühlen lassen will. Und dann fiel mir ein: Aber vielleicht ist es auch Gott. Und ich gesagt: Du kannst ja mal Gott fragen, ob das von ihm ist und ob du da noch was klären musst. Und dann, wenn das so ist, dann klärst du das nochmal, sprichst es nochmal an mit der Person, die es betrifft. Und dann ist er selber aktiv geworden und hat dann eine Nachricht geschrieben und hat der Person nochmal geschrieben, dass es leid tut und hat das nochmal geklärt. Und die Person hat auch sofort gesagt: Oh, das tut mir voll leid, dass dich das quält, das ist für uns eigentlich schon gegessen. Aber wir verzeihen dir. Und dann habe ich ihn später nochmal gefragt. Ich sage: Und wie kannst du jetzt schlafen? Ich sage: Es ist nicht mehr da. Es quält mich nicht mehr, es weckt mich nicht mehr. Und das war so eine Erfahrung, wo ich denke: Okay, er hat Gott gehört, aber er hat nicht gewusst, dass es Gott war. Und ich möchte einfach jedem Mut machen, damit nicht zu warten, bis man sein Lebensende vor Augen hat, sondern dass man Gottes Stimme jetzt schon hören kann und Gott Fragen stellen kann. Es gibt nicht immer auf alles eine Antwort. Wir haben dann auch mal so ein hörendes Gebet praktiziert und er hat dann Gott gefragt: Warum bin ich krank? Darauf hat er keine Antwort bekommen. Aber trotzdem können wir Gott fragen, alles fragen. Und auf manches gibt es auch Antworten. Auf manches nicht. Vielleicht später, vielleicht nie, das wissen wir nicht. Aber Gott zu fragen, kann ich nur Mut machen. Es lohnt sich, seine Stimme kennenzulernen und auf ihn zu hören. Und vieles können wir auch in der Bibel lesen, aber vieles kann auch in einem Gespräch entstehen. Und dass er das mit seinen 13 Jahren, ja, ich glaube, das war jetzt zum Schluss mehr Thema als früher, dass er das so sehr wollte, das Lernen einfach, wie Gottes Stimme ist. Und das hat mich schon irgendwie berührt. Das war für mich nicht selbstverständlich, dass jemand das mit 13 so sehr möchte. Wir haben heute im Predigt gehört ein Zitat von Jonathan Edwards, dass unser Leben ist eine Reise und wir müssen bestimmen, ja, ob das geht zu Gott oder woanders. Gottes Wort ist einfach wie bestimmte Schilder oder Zeichen uns den richtigen Weg zu Gott. Und letztes Jahr, ich hatte ein bisschen Gedanken gemacht über Lukas, als wir gehört haben von seiner Krankheit, wo steht er, ob er schon Gottes Kind ist. Und dieses Jahr, wir haben gemerkt, dass seine Liebe zu Herrn Jesus und bei Jungscha, wir haben eingeführt, Bibelverse zu lernen. Wir haben solche Ordner verteilt in A5 und die Kinder dürfen nach Hause bringen, Bibelverse lernen und da einheften. Mit der Zeit, ich habe es nachgelassen und Lukas hat immer wieder gefragt, wo sind unsere Bibelverse, welche wir lernen müssen. Und das war für mich eine Erinnerung, aber auch das wichtig geworden, dass Gottes Wort hat Kraft, in unser Leben zu verändern und zu zeigen, wohin wir gehen. Und bei Lukas war diese Liebe zum Gottes Wort. Er hatte das gesehen und war Gott dankbar. Es war auch eine Ermutigung. Diese Arbeit mit Kindern, mit Teenies, was wir machen, es ist nicht umsonst. Es sollte motivieren. Und wir dürfen auch auf Jesus zeigen, und dass sie einen richtigen Weg einschlagen. Jetzt, Lukas muss keine Bibelverse lernen. Er darf direkt von Gott hören. Und solange wir diesen Weg gehen, wir sollen auf Gottes Wort achten und einander ermutigen. Und diesen Tag ist auch ein großes Zeugnis für uns alle. Ja. Oft, wir wissen einige Sachen im Kopf. Ja, es gibt Himmel, es gibt Hölle, es gibt das, es gibt dies. Ich glaube an dies und das. Aber was wirklich, an was glaube ich wirklich? Ja? Wie praktiziere ich das in meinem Leben?
Und wenn so ein Tag kommt, wenn jemand zu Jesus geht, dann es rüttelt uns wach. Und wir fragen, wo ich stehe. Ist das nur meine Denkenweise, mein Glauben, oder es hat wirklich mit Realität zu tun? Und Lukas hat uns heute alle erinnert und wachgerüttelt. Unser Leben ist nur eine Reise. Ja, ich wollte einfach nur mal erzählen, meine erste Begegnung mit Lukas war die, ich weiß nicht, wir waren irgendwie in der Kirche und dann, ich weiß nicht, warum Lukas auf mich zugekommen ist, ich kann es bis heute nicht begreifen, was er so an mir gehalten hat. Also ehrlich, ich kann es echt nicht, ich weiß, aber ich habe auch heute schon zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, warum nicht. Ja, auf jeden Fall. Dann hat er mich gefragt, er wollte mit mir im Auto mitfahren, ob ich vielleicht irgendwie mit ihm nach McDonald's oder so fahren kann. Ich habe gesagt, naja, klar, ist überhaupt kein Problem. Dann bin ich auch mit ihm nach McDonald's gefahren und er durfte sich halt alles aussuchen, was er essen wollte. Ich wusste zwar nicht, ob es vielleicht gut war oder nicht. Dass aber ich dachte, na komm, spiel mal so den lieben netten Onkel. Ja, und ich bin halt auch so ein Typ. Nachdem ich ihn auch wieder nach Hause gebracht habe, ich mag es gerne, Musik hören im Auto und auch vor allem laut. Und das hat uns auch irgendwie verbindet, weil er mochte auch gerne Musik hören und er durfte auch dann auswählen, die Playlist. Und es hat mir auch, glaube ich, so voll Freude bereitet. Und da sind wir auch so gefahren und irgendwie verbinde ich das einfach mit Lukas auch, dass er auch einer war, der die Musik gemocht hat und auch im Auto. Und ich weiß auch, wo wir manchmal Kart fahren waren, der wollte auch unbedingt die Musik, er wollte unbedingt die Musik abspielen, die er hören, also die er mag. Und deswegen ist mir auch jetzt ein Lied einfach heute noch wichtig geworden. So ein Rap-Lied, ich lese einmal vor, es heißt auch Der letzte Marsch. Ich laufe dem Horizont entgegen, meine Füße sind wund, hab kein Gefühl mehr in den Zehen. Rote Socken vom Blut, mit jedem Schritt, den ich gehe, trägt mich Hoffnung und Mut. Ein Stück näher an das Ufer und dort wartet ein Boot und dieses Boot bringt mich weg. Weit weg von hier. Das Marschieren hat sich gelohnt. Ich kann die Freiheit schon spüren. Da vorn unter dem Hügel, hinter der Tür. Nur noch durch das Tal. Darf den Mut nicht verlieren, denn das Ziel ist so nah wie nie zuvor. Beiße die Zähne zusammen, mit dem Blick stur nach vorn. Denn es geht voran, es ist noch nichts verloren. Der Weg war lang und ich bin nicht erfroren. Der Tag der Unabhängigkeit hier steht bevor. Die Freiheit wartet schon und ich sehe das Tor. Ich kann sie schmecken auf der Zunge, ihre Klänge im Ohr. Sie klingen wundervoll, gesungen wie im Engelchor. Dies ist der letzte Marsch durch das finstere Tal. Dies sind die letzten paar Schritte, bald sind wir da. Dies ist der letzte Marsch durch das finstere Tal. Die letzten Augenblicke, die Freiheit ist nah. Ich laufe weiter weg und der Regen peitscht mir ins Gesicht. Bin ich dort mein Segen? Ich weiß es noch nicht. Sehe mein bleiches Gesicht, das sich in den Füßen spiegelt. Sehe das gleisende Licht, das mein Schicksal besiegelt. Mein Rücken krümmt sich wegen schwerem Gewicht, das ich trage jeden Tag. Nebel nimmt mir die Sicht, fühl den Schmerz, der tief sticht und mein Herz zerbricht. Und ansonsten ist da nichts, wie wenn eine Kerze erlicht. Ich laufe weiter, denn die Freiheit ist nicht mehr wert. Lass mir den Weg in die Freiheit durch nichts versperren. Ich laufe einfach weiter, denn mich hält hier nichts. Ich habe genug gesehen auf dieser Welt. Hier brauche ich einen Kompass oder nach dem Weg zu fragen. Auch keine Karte, nur die Füße, die mich tragen. Bis zum Ende kalte Hände, doch die Klänge im Ohr und ich folge den Gesängen vom Engelchor. Ich heb mein Kreuz in der Hand und bete zu Gott, dass er mich erhört. Ich hoffe, er führt mich ins Land, dort, wo mich nichts mehr zerstört. Knie weich, doch halte die Balance. Mein Geist ist stark, doch ich falle in Trance. Ich zähle die letzten zwei, drei Schritte. Mein Puls hängt tief und ich erblicke ein Licht am Horizont. Der Weg zur Freiheit. Und wenn er morgen kommt, bin ich dann bereit. Für die letzte Fahrt, für den letzten Augenblick. Und für die Zeit danach und für den Engelchor, der da singt. Ja.
Und das verbindet mich irgendwie. Lukas wurde bestimmt von seinem schönen Gesang aufgenommen, vom Engelchor. Ich glaube, es kann kein Künstler hier auf dieser Welt so schön singen wie die Engel dort oben. Und ich wünsche einfach jedem Einzelnen, egal durch welches Tal, Lukas ist auch durch die Täler gegangen, aber er hatte diesen Horizont im Blick und den dürfen wir auch haben. Und das ist Jesus. Und er hat das jetzt ans andere Ufer geschafft, Lukas. Und wir sind noch kurz davor. Und ja, ich bin einfach dankbar für Lukas, weil er einfach immer eine gute Ausstrahlung hatte. Egal wie dreckig es ist, ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich ihn mal traurig oder so gesehen habe. Und genauso auch Nathalie und Martin. Also, das ist echt krass, wie ihr es schafft. Und ich bin einfach Gott so dankbar, dass ich euch kennenlernen durfte, dass ich auch schon ein paar Mal bei euch sein durfte und ihr seid so gastfreundschaftlich. Und ich bin dankbar, dass ihr es immer weiter behält. Danke für euch. Heute Morgen war es mir auffiel, als es über Lukas berichtet wurde, also sein Lebenslauf. Und mir fiel auf bei der Beerdigung. Ich stand neben Dimitri, dann habe ich gesagt, Dimitri, guck, hier war ein Evangelist unter uns. Wenn wir sehen, ein 13-Jähriger hat einen Lebenslauf, was so manch ein Erwachsener wirklich sich wünscht. Ich habe mir das gewünscht und ich wünsche mir das immer noch. Ein 13-Jähriger hat es geschafft. Dieser Zuversicht von Lukas, zu sehen, ich erblicke den Tod ins Auge und dennoch fasst er diesen Mut zusammen, diesen glaubhaften Mut zusammen und sagt, ich trete das entgegen. Und ich gehe, gleichzeitig macht er sich nur Gedanken über seine Eltern, dass seine Eltern nicht traurig bleiben. Also, wenn ich morgen versterben würde, ich frage mich jetzt ganz ernsthaft, werde ich schaffen, meine Frau zu beruhigen? Ein 13-Jähriger schafft das. Lukas hat ein Verständnis von Glaube ausgelebt und nicht nur scheinbar, sondern wirklich praktiziert. Wobei hier jetzt, hunderte Menschen können ich jetzt bezeugen. Und wenn Gott heute fragen würde, ich suche 10 Leute, die ein gutes Zeugnis von Lukas abgeben, wir werden 500 bekommen oder noch mehr. Und was soll uns das sagen? Ja, die Hoffnung und die Zuversicht auf Gott im Leben ist das, worauf das wirklich ankommt. Und die Freude, Gott nachzustehen, die Freude. Und also wir haben die Geschichte von seiner Lehrerin gerade gehört, Geschichten von anderen Leuten auch mitbekommen. Lukas ist aufgeschlossen zu Jesus. Lukas ist lebendig. Und er ist jetzt bei Gott und wir fühlen immer noch seine Präsenz hier. Er ist immer noch lebendig. Und das ist, was ich ihm groß anrechne. Und Nathalie und Martin, wir danken Gott, dass ihr Lukas hattet. Lukas hat ein bleibender Eindruck hinterlassen. Es ist ein Stück Kuchen, wovon sich jeder wirklich davon was abschneiden kann und soll, sogar, wenn ich jetzt so sagen darf. Wir danken euch und Gott segnet euch weiterhin. Dankeschön. Ich habe jetzt nicht ganz so viel zu erzählen. Der Mike bat mich, nach vorne zu kommen. Weil er fand es ganz toll von Lukas, dass Lukas sich Zeit genommen hat und mit Mike und Matt Fang gespielt hat. Und ich habe es immer wieder sehr genossen, dass Lukas einfach kam und mich umarmt hat. Das fand ich immer ganz toll. Und werde es vermissen. Eine Sache weitergeben, an was ich mich erinnere. Und ich war einmal mit Josua und mit Lukas mitten im Teutoburger Wald in einer Waldhütte, wo es keinen Strom gab. Und nachts, als wir da drin lagen, haben wir die ganzen Tiere gehört, die da vorbeigelaufen sind und Füchse und alles. Und das war so spannend und so aufregend, dass wir fast nicht einschlafen konnten. Und das bleibt in Erinnerung. Und ich möchte alle Väter, die Kinder haben, einfach ermutigen, nehmt euch diese Zeit mit euren Kindern,
dass ihr in den Wald geht, dass ihr übernachtet, dass ihr Abenteuer erlebt, denn das bleibt in Erinnerung, das gemeinsam zu erleben. Das wollte ich noch weitergeben. Ja, ich würde jetzt noch am Ende mit uns beten. Vielleicht können wir, wenn es möglich ist, noch am Ende aufstehen, mal Gott die Ehre geben und indem wir aufstehen und ihm Danke sagen für das, was wir mit Lukas erlebt haben und ihm einfach dafür danken. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken für die Zeit, die du uns mit Lukas geschenkt hast, für die tolle Erlebnisse, dass Lukas, dass du ihn gebraucht hast, uns zu verändern, unser Herz zu verändern, auch für die schönen Erlebnisse, die wir hatten, dass du ihn so fröhlich gemacht hast, so lebensfroh, dass er aber auch ein tiefgehende Liebe zu dir hatte, dass du ihn reifen hast lassen und er einen Blick für andere hatte. Und ich möchte dir danken, dass er ein Freund war, ein Bruder, ein Sohn, ein Kind, aber vor allem auch ein Bruder im Herrn. Danke, dass er jetzt bei dir ist, geborgen in deinen Händen, dass er nicht mehr leidet und dass es ihm gut geht. Und wir freuen uns, ihn einmal wiederzusehen, wenn wir bei dir sind zu Hause. Wir freuen uns, wenn wir dann gemeinsam feiern können und auf dich schauen, du, der uns erlöst hast und der uns auch genauso liebt. Amen. Amen. Dann, weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, es ist jetzt einfach Ausklang. Ihr dürft, wer nach Hause fahren möchte, kann sich dann gerne noch verabschieden bei Nathalie und Martin. Ansonsten ist eigentlich die Nachfeier jetzt zu Ende. Möchtest du noch was sagen? Ich nutze gerade die Gelegenheit und sage allen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr überhaupt die Zeit uns begleitet habt, immer wieder Interesse gezeigt habt, gewählt habt, aber auch ganz praktisch unterstützt habt und diesen Tag auch so wundervoll gestaltet habt für uns und mit uns und auch Haki und deine anderen Fahrer und Fahrerinnen. Vielen Dank euch. Also einfach jeder hier hat seinen Teil dazu beigetragen und nicht nur heute, sondern auch in der letzten Zeit. Wir wurden jetzt am Stück 8 Wochen lang bekocht und das noch nicht mal zu Ende. Also das ist schon Wahnsinn. Und insgesamt haben wir, ich weiß nicht, wie viele Monate Essen bekommen von Leuten. Das ist einfach nur gigantisch, wie ihr uns unterstützt habt. Und das sind alles so Dinge, wo wir auch Gottes Liebe ganz praktisch erlebt haben. Auch wenn wir ihn nicht anfassen können, aber euch können wir anfassen. Und ihr habt uns umarmt und uns versorgt. Und vielen, vielen Dank dafür. Ja, das war auch für andere ein Zeichen, was sie beeindruckt hat und die staunen, was Gemeinde alles so leistet und tut und sich gegenseitig unterstützt. Und das war schon sehr besonders für andere auch und für uns auch. Danke euch. Leid ein Ende hat. Und was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen,
bis ich dir gegenübersteh. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werd ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterbe, Fokus auf die Ewigkeit, lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe.